Testkammer 48, Schaltzentrale. Habe ich es gerade richtig gesehen? Da ist fast jede Warnung an. Ist ja super. Sehr beruhigend. Ach ja. So viele bunte Portale. Wieder nicht so viele wie schon mal, allerdings genug. Haha, seid ihr witzig. Ich sehe schon wieder so viele lustige Sachen. Hier zum Beispiel. Hier ist ein Energiedingsbums. Und hier ist gleich der Eingang. Hippie. Nur aktiviert das etwas, was ich nicht will, dass es aktiviert wird. Okay, das hatten wir auch noch nicht. Viele Sachen werden aktiviert, die ich nicht aktiviert haben möchte. Na, dann schauen wir mal, wie wir es verhindern können. Also, hier geht's los. Hier geht's los. Wohin wieder? Also, hellblau wäre praktisch, weil dann könnte ich den hier aktivieren. Genau, und mit Hilfe dieses Blockes kann ich zum Dachtrampolin oder Wurfscheibe oder wie das Ding heißt. Und diesen Block, der das aktiviert, weil den brauche ich ganz sicher irgendwann. Wobei ich, da ist das rote Portal, genau, das ist das einzige, mit dem ich ja weiterkomme. Weil hoch bauen kann ich mich nicht. Kann ich hier gefahrlos durch. Komme ich zum grünen Portal raus. Dann muss ich logischerweise hier. Ach, da ist noch eine lustige Tür. Ach, und hier soll das eigentlich rein. Okay. Okay, verstanden. Das heißt, wir machen erstmal das da. Komm, lass mich diesmal die Dinger leicht bauen. So. So sollte es halten. Zack, 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 zack. So ein etwas schön Stabiles, bitte. Nichts Kompliziertes, weil ich muss viel genug anderes testen. So. Genug Punkte sollte es haben. Genau. Dann kann ich das schon mal testen. Das ist nämlich das einzige Wichtige gerade. So, und jetzt den da richtig ausrichten. Ein bisschen länger allerdings. Hä? Ist schwer, das zu verbinden. Geht nicht, okay. Das da und das da wollte ich zu einer Straße haben. Wie bewegt es sich? Gar nicht. Nee, das will ich nicht. Nur testen. Ah nee, doch, das will ich. Ich bin schon so gewohnt, dass die Dinger normalerweise rauskommen, automatisch. Zu Recht bist du gestorben. Was hast du denn da getrieben wieder? So, zufrieden. Geht das jetzt? Och, du machst Witze. Was soll dieser Müll wieder? So, und jetzt fahr bitte gescheit rein. Und spring nicht über den Schalter. Was soll ich denn da tun? Jetzt ist gut. Bist du glücklich? Danke. So, der stirbt. Und der macht das, was ich hier möchte. Der wird aufgelöst. Das ist allerdings nicht schlimm. Denn das ist der linke Block. Genau. Der rechte ist stabil. Dem passiert nichts mehr. Und der macht hier nur... Ja, das da. Und das soll er ruhig weitermachen. Er kommt mir wahrscheinlich nicht in die Quere und der zweite, na, bleibt nicht, aber na gut.
Er kommt mir wahrscheinlich nicht in die Quere. So. Dann habe ich den Laser ausgeschaltet. Für was ist das blaue Portal? Was soll ich damit anfangen? Ich sehe absolut keine Verwendung dafür. Außer... Ja, aber wie soll ich das bestimmt machen? Gut, das Problem ist natürlich klar. Das Fahrzeug kommt zuerst und dann erst. Dann erst der Block, der das Ganze rechtzeitig dreht. Nur die Frage ist, wie soll ich Zeit sparen, wenn ich zuerst ins Blaue gehe? Bringt es mir absolut gar nichts. Weil ich muss ja erst einen Schalter berühren, sonst passiert nichts. Deswegen, wenn ich zuerst durch das Blaue gehen würde, wäre ich hier raus, dann würde ich mir hochbauen zum Hellblauen, wird hier kommen und müsste eine dumme Lücke wieder lassen, damit er hinkommt, aber letztendlich dasselbe Timing habe ich. Deswegen nutzlos. Nachdem ich den Knopf gedrückt habe, muss ich irgendwas machen. Nur was? Für was ist das blaue Ding? Ich sehe absolut keine Verwendung dafür im Moment. Es bringt nichts, wenn ich zuerst reingehe. Und bisher, das, was ich manchmal im Kopf habe, aber nie mache, ist eine Brücke. Mann! Ich habe irgend so ein ekliges Gefühl im Mund. Na, Mann. Jetzt bin ich raus. Tadada. Eine Brücke baue, die sich bei eben wiederholtem Benutzung absichtlich zerstört. Weil dann theoretisch, natürlich nur theoretisch, sagen wir mal, ich würde erst durchs Dunkelblaue gehen, dann wäre hier, dann könnte ich hier eine Brücke bauen, die aber sehr instabil ist, die einmal hält, er geht hoch, kommt her, hält immer noch, dann kommt er nochmal, schafft es vielleicht nochmal durch Portal, allerdings die Brücke wird zerstört, oder davor wird sie zerstört, ist egal, letztendlich fällt er aber dann hier durch und zwar zum richtigen Zeitpunkt. So, aber wie gesagt, ich bezweifle, dass sie das wollen. Boah. Die Frage ist, was wollen sie? Ich habe keine Ahnung. Das blaue Portal verwirrt mich sowieso. Oder lila oder was es darstellen soll. Keine Ahnung. Hier das Ding beschleunigen kann ich natürlich. Dann ist es etwas schneller. Ja, super, kracht es ein. So. Dann zeig mal her, aber das bisschen verändert es auch nicht. Er ist zu schnell drin. Ich kann unmöglich mit dem Ding so schnell sein. Der Block gibt Gas wie sonst was, aber schafft's nicht. Hey, cool. Zumindest habe ich das geschafft. Dann ist es kontrollierter und mir kommt nichts mehr in die Quere. Auch beim Konvoi nicht. Aber ich stehe halt auf dem Schlauch. Ja, 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 ja. Ja. Geil gemacht, mein Freund. Wo ist er hin? Wo ist er hin? Ich höre noch sein Motorgeräusch.
Wo ist der hin? Jetzt haben wir beide Seiten im Blick. Der verschwindet einfach. Komplett. Ich habe keine Ahnung, wo der ist. Fährt wahrscheinlich in der Wand da durch. Ja, irgendwo knallt er da rum. Vielleicht bahnt er sich gerade hier so einen Weg durch und dann hier rein. Wir haben einen Ausreißer, GLaDOS. Was könnte es mir halt bringen? Na. Eins zurück, bitte. Ja. Es bringt mir sowas von gar nichts. Wie soll ich hier Zeit schinden? Vielleicht ist es echt. Muss ich Zeit schinden vielleicht? Kann wieder meine lustigen Figuren hier ausprobieren. Das kommt sowieso weg. Seit wann kannst du das Ding nicht umfahren? Eigentlich sollte das gehen. Mach das Ding ein bisschen kleiner, so jetzt hast du es einfacher. Und du hast gar nichts geschafft. So. Eine andere Idee fällt mir nicht ein. Keine Ahnung, wie die offizielle Lösung ist. Keine Ahnung. Ich weiß nur, es wird auf keinen Fall mit dem Konvoi funktionieren. Na gut, jetzt kann ich mich zumindest dem widmen. Vielleicht kriege ich noch die offizielle Lösung heraus. Ja, so viel habe ich nicht, um dich zu verändern. Nein. So. Das kann ich so befestigen. Und das befestige ich so. Beziehungsweise ich sehe gerade, ich störe mich selbst. Ich kann hier gar nicht so viel bauen. Ich muss fast schon... Ach, komm schon. So, jetzt habe ich den Teil. So, das könnte stabil genug sein. Und passt. Nein, knapp verfehlt. Zum Glück brauche ich das Auto dafür nicht. Perfekt, nicht gewollt, aber perfekt. Das geht dann dahin. Und das Laser aktiviert sich gar nicht, genau. Und dann gucke ich mal, was ich noch am lila Laser, am lila Portal mache. Mann, ich mag nicht diese Lösung. Die ist zwar ganz nett und funktioniert,
Aber es stört mich, weil ich nicht herausfinde, wie die offizielle Lösung aussieht. Muss ich nachsehen. Hui. Ich dachte schon, wenn er es nicht in das Portal geschafft hätte, ey. Also Hasenfakt-Momente musst du mir nicht geben. So. Ob das gut ist, weiß ich nicht. Machen wir das ein bisschen höher, dann haben wir's. So, sehr gut. Die Kugel geht ins Ziel. Die Kiste rollt. Das Auto wird aufgehalten. Theoretisch sehe ich gerade, ich kann das auch abbauen, damit es nicht so lange dauert. Weil diese Behinderung reicht schon. Genau, beide stehen weg. Alles ist ausgeschaltet, was ausgeschaltet werden soll. Und hui, und hui. Okay, es hält nicht, aber zumindest einer hat es geschafft. So. Konvoi, mach es bitte besser. Ich weiß nicht, ob es besser ist. Zeig mal her. In welchem Abstand kommen die? Das sind 9 Stück. Ich mache mir halt wegen dem Anfang Angst. Aber nicht deswegen, was die jetzt treiben. Ach du Scheibe! Was ist das? Die kommen durch jedes Loch raus und treiben alles. Ich konnte es nicht mal annähernd vorhersehen. So, das ist ja noch in Ordnung, was hier passiert. Und dann verlieren die aber zum Teil ihre... Ja. Aha. Was mache ich? Was mache ich? Oh. Da habe ich nicht zu Ende gedacht. Ah, sieht das geil aus. Kann ich das irgendwo befestigen? Ja. Mal sehen, wie es läuft. Hauptsache, sie kommen gerade durchs Portal. Mehr ist gar nicht verlangt. In welchem Abstand sie kommen, ist mir völlig egal. Verdammt. Oh, das schafft's noch. Darauf habe ich gewartet. Okay. Dann muss nur noch diese Brücke richtig gebaut werden. Also erstmal kommt hier was hin. Das wird stabil gehalten. Dann stehst du auch ein bisschen auf dem Boden der Tatsachen. Ist besser. Ups, so. Machen wir das weg, das weg, das weg. Und perfekto. Eigentlich nicht. Das ist immer noch sehr instabil, aber es hält eventuell besser. Zeig mal her, Konvoi. Aber vor allem am Anfang, alle kommen letztendlich durchs Portal. Gescheit. Auch mit Anfangsschwierigkeiten, also das funktioniert. Jetzt muss ich nur noch das hier beobachten. Nein, nein, nein. Das sind noch nicht alle im Ziel, komm schon.
Nein! Einer weniger. Einer weniger nur. Und es hätte geglückt. Was ich wieder machen kann, ist natürlich... den Weg höher ein bisschen bauen, damit eben dieser Schwung wieder nicht kommt. Straße, Straße, Straße. Das ist mir egal. Kann eigentlich die Hälfte weg jetzt. Brauche ich ja nicht mehr. So. Sehr schön. Das Ding wird sowas von stabil gebaut. Und hier und da. Und wie hält's? Nicht wirklich. Nein. So. Besser. Ich muss das hier ein bisschen tiefer machen. Könnte was werden. Könnte. Es geht halt nur um ein Fahrzeug. Alle anderen haben es ja geschafft. Genau pünktlich kommen auch die Kisten. Genau, und durch den fehlenden Druck hält die Brücke auch besser aus. Knapp, aber sie hält's aus. Jetzt kommt der hier. So hat's bestimmt noch keiner gelöst. Und der letzte. Yay. Es funktioniert. Gut. Dann bin ich auch für heute glücklich. Kammer 48. Bald sind wir bei der 50 und es gibt insgesamt 60. Ich bin vor allem gespannt, was wir noch für ein Geschenk bekommen. Kammer 50, unbekannt. Kammer 60. Na, vielleicht schenkt uns GLaDOS doch unseren, erfüllt uns unseren größten Wunsch. Das wär's. Das wär's. Gut, das war's allerdings für heute. Danke fürs Zusehen und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Part wieder. Keine Sorge, heute ist nicht alle Tage. Ich mache wieder komplizierte Strukturen, die alles durcheinander bringt und doch mich zum Ziel bringt. Keine Frage. Bis dahin. Ciao.